Hallo Leute, bei meinen Überlegungen, was ich wohl nächstes Jahr im Zeichen der Mondgötter und Göttinnen so alles aufklären kann oder könnte, wurde ich auf einen Kommentar unter einem meiner Videos aufmerksam. Wann, ja wann endlich kommt die Atheistenschachtel? Mit Magnetverschluss, natürlich. Wie bei Iman TV und deren Video Live Iman Updates beschrieben wurde. Das ist die neue BNM-Box. Ja, viel größer, viel stabiler und vor allem haben wir hier einen richtig coolen Magnetverschluss als die alte. Ja, neue Muslime, eine BNM-Box. Eine Box, neue Muslime-Box oder sowas. Also die Muslimschachtel. Die bekommen die jetzt mit einer nett bedruckten Serviette und ein paar Büchelchen, aber mit Richtig coolen Magnetverschluss Magnetverschluss. für fast 35 Euro. Ich habe mal nachgesehen und eine Schachtel gefunden mit coolem Einen Magnetverschluss. richtig coolen Magnetverschluss. Die gibt es sowohl als Luxusausführung, aber da hat es wohl bei Iman TV nicht so gereicht, aber auch als schlichte Schachtel mit, ja, Einen richtig coolen Magnetverschluss. und für nur 2 Euro. Aber lass uns mal ein bisschen nachdenken. Was wäre denn in so einer Schachtel für Atheisten mit Richtig coolen Magnetverschluss. so drin? Was wäre denn da? Was könnte man dort wohl finden? Nun, ich denke, diese Box würde nicht enthalten die Anleitung, was man denken soll, sondern wie man denken kann, um selber Informationen zu sammeln und dann eine qualifizierte Meinung abgeben zu können, um etwas mit großer Wahrscheinlichkeit sagen zu können, also blinden Glauben durch Wissen zu ersetzen. Dann wäre da nichts in Richtung, hey Gott, ich brauche mehr Geld. Oder ein Buch, das verbietet, Sex zu haben ohne ein altertümliches Ritual, aber gebietet, gegen Frauen überheblich vorzugehen, sie sogar bei bloßem Verdacht der Aufruhr körperlich züchtigen zu dürfen. Stattdessen würde ich dort kritisches Denken finden in dieser Box für Atheisten. Da wäre Skepsis, logisches sowie rationales Denken. Da wären Forschergeist, Integrität und Offenheit drin, nicht Unterwerfung, blinder Glaube, Gehorsam, Gewalt und Zensur. Ich will jetzt nicht so tun, als ob jeder Atheist ehrlich und ein vollkommener Mensch sei, das wäre albern. Aber ein Atheist kann es sein. Ein Jude, Christ oder Moslem kann es nicht. Wegen des Glaubens an eine brutale, unmoralische, narzisstische Gottesfigur, die mit einem totalitären Machtanspruch und als Despot daherkommt, mit absolutem Gehorsam verlangt. Die Gläubigen aber müssen genau das leugnen, weil ihr Gott ja den Anspruch erhebt, vollkommen zu sein. Aber dann genau das Gegenteil in den Befehlen zeigt, die wir in den jeweiligen Gottesanweisungen finden. Es ist schon schwierig, ein Theist zu sein. Da hilft auch die Moslemschachtel nicht wirklich. Die kann die Löcher weder stopfen noch verdecken. Und deshalb sehen wir ja das Resultat, wie Millionen jedes Jahr den Islam verlassen. Brutal, ich weiß, aber das ist eben die Realität. Das Ergebnis, wenn eine Ideologie wie der Islam und vor allem der politische Islam nicht in unsere Zeit passt. Ich würde also die alte, verlogene Schachtel gegen die eher schlichte, aber ehrliche tauschen, auch wenn die alte einen coolen Magnetverschluss hat. Ciao for now.